Joachim Meyerhoff war ein gefeierter und preisgekrönter Schriftsteller und als Schauspieler Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters, als ihn 2018 unverhofft und wörtlich der Schlag traf. Kurz nach seinem 51. Geburtstag erlitt er einen Schlaganfall, ausgelöst durch den Verschluss von Blutgefäßen, die einen Teil des Kleinhirns versorgen. Obwohl er rasch in die Stroke Unit eines Wiener Spitals eingeliefert wurde, war seine linke Körperhälfte zeitweilig gelähmt. Noch auf der Intensivstation beschließt er, sich nicht einfach seinem Schlaganfall zu ergeben. So wie man metastasierende Zellen mit Strahlen beschießt, so würde ich meinen Verschluss mit Worten beschießen, bis er sich von der Banalität einer Diagnose zu einer Geschichte, und zwar meiner Geschichte, wandeln würde. Dabei ist diese, seine Geschichte, zuweilen durchaus erschreckend. Etwa jener Moment, als er, der Schauspieler und Sprachkünstler, plötzlich seine Sprache verliert. Es ist für alle, die Hoffmannsthal kennen, ein Lord Chandos-Moment. Ich starrte auf den Orientierungsplan und etwas Eigenartiges geschah. Als wäre die völlige Desorientierung ein Glückshormon, wurde ich von Minute zu Minute frohgemuter. Ich wandte mich ab, drehte mich langsam im Kreis, sah über die Gebäude hinweg, sah ein paar Menschen herumgehen, sah in den Himmel und begriff rein gar nichts mehr. Wie gelöscht stand ich da. Mein Gehirn schien die Eigenschaft, Zusammenhänge herzustellen, eingebüßt zu haben. Weit und breit keine einzige Frage an mich, weit und breit keine einzige Antwort von mir. Alles, was ich sah, schien namenlos geworden, noch völlig unbeschwert von Begriffen zu sein. Auf keinem Gegenstand lastete seine Bezeichnung, auch nicht auf mir. Den Dingen um mich herum waren ihre Namen wie zu weite Kleider über die Schultern hinab zu den Füßen gerutscht. So nackt, so von Sprache befreit, hatte ich die Welt noch nie zuvor gesehen. Meyerhoff beschreibt also sein Schlagerl, wie die Wiener Krankenschwester seinen Schlaganfall liebevoll nennen. Das Resultat ist Hamster im hinteren Stromgebiet, ein zugleich berührender und urkomischer Roman. Meyerhoff beschreibt seine eigene Krankheit und die der Patientinnen und Patienten um ihn herum mit einem liebevollen Scharfblick. Komik kennt keine Gnade, schreibt er. In der Tat. Das Resultat ist komisch bis heiter und geht, dank einzelner Geistesblitz-Passagen, echt unter die Haut. Mein Name ist Matthias Zehnder. Ich gebe Ihnen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, jede Woche einen Lesetipp. Ein Buch, das ebenso intelligent wie unterhaltend ist. Diese Woche Hamster im hinteren Stromgebiet von Joachim Meyerhoff. Ein Schlaganfall ist nichts Lustiges. Irgendwo im Körper, zum Beispiel im Herz, löst sich ein Blutgerinnsel, schießt in den Kopf und verstopft da die Blutversorgung eines Teils des Gehirns. Es kommt zu Störungen und Ausfällen. Wird ein Schlaganfall nicht rechtzeitig behandelt, zum Beispiel indem das Gerinnsel medikamentös gelöst wird, sterben die betroffenen Hirnbereiche ab. Die Folge können lebenslange Lähmungen sein. Ein Schlaganfall also ist definitiv nichts Lustiges. Joachim Meyerhoff schafft es aber, sein eigenes Schlagerlebnis so packend präzis zu erzählen, dass daraus Komik entsteht und man immer wieder in Lachen ausbricht. Ein bisschen ist es ein Gelächter im dunklen Keller. Man lacht, um nicht von Angst überwältigt zu werden. Aber immerhin ist es ein Lachen. Zum Beispiel die Situation, als er sich in der zweiten oder dritten Nacht auf den Flur des Spitals schleicht. Ich wollte es nicht zulassen, dass der Schlaganfall auf mich herabsah. Ich wollte auf ihn herabsehen und ihn lächerlich machen. Ich krallte mich am Handlauf fest, richtete mich auf, streckte die Brust raus und stellte die nackten Füße in die erste Ballettposition, die ich noch von der Schauspielschule kannte. Ich ging ins Plié, das Nachthemd klaffte auf und ein kühler Hauch wehte mir über die Arschbacken. Ich bog einen zitternden Arm über den Kopf, stand da und erfreute mich an meiner Tanzeinlage.
Von der Rampensau zum sterbenden Schwan war es nur ein Katzensprung. Das ist es, was einem bei der Lektüre gerade in diesen virusbeladenen Tagen besonders einfährt. Von der Rampensau zum sterbenden Schwan, vom gefeierten Schauspieler zum sabbernden Patienten ist es nur ein Katzensprung. Und das gilt für uns alle. Umso tröstlicher ist es, mit welcher Werf Joachim Meyerhoff sein Schlagerl bei den Hörnern packt und niederringt. Mit jenen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, mit Sprache, mit Geschichten, mit Schreiben. Seine eigene Angst davor, in der Nacht wieder von einem Schlaganfall überwältigt zu werden, verdrängt er mit erinnerten Geschichten. Er schwelgt in den Erinnerungen an eine Norwegenreise mit seinem Bruder. Er erinnert sich an eine abenteuerliche Reise nach Afrika mit seiner Partnerin und an fürchterlich misslungene Ferien auf Mallorca. Meyerhoff liegt also wach im Bett auf der Intensivstation und spinnt Geschichten gegen das Vergessen und ist erleichtert, wenn es wieder Morgen wird. Ich setzte mich auf die Bettkante und war ein wenig stolz, die dritte Nacht in Folge Berge von Dunkelheit weggesponnen zu haben. War mir doch egal, ob das Stroh oder Gold war, Hauptsache, der Schlaf hatte einem weiteren Schlaganfall nicht die Zugbrücke heruntergelassen. Eine wichtige Rolle spielen seine Frau und seine beiden Töchter, von denen er getrennt lebt, und seine neue Partnerin und ihr gemeinsamer Sohn. Die Kinder sind sein Kletterseil zurück ins Leben. Er erinnert sich an gemeinsam Erlebtes. Es sind diese Kindererinnerungen, die ihn am Leben erhalten. Etwa diese. Mein Sohn hatte, als er 3 war, wild protestiert, als ich ihm in einem Buch über den Körper das Gehirn zeigte. Nein, 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 sowas habe ich nicht im Kopf. Das hat jeder im Kopf. Ich nicht. Was hast du denn im Kopf? Ohne zu überlegen, kam seine Antwort: Fischlein. Du hast Fischlein im Kopf? Er lachte und rief: Ja. Und was machen die da? Was sie wollen. Und was habe ich im Kopf? Ein Wildschwein. Ich schnappte ihn mir und kitzelte ihn. Dabei hatte er vollkommen recht. So wie er war, so schäumend und wild, so blitzgescheit und schnell, aber eben auch so unberechenbar in manchen Aktionen, passten Fischlein im Kopf ganz klar besser als dieser unansehnliche Pudding, den keiner begriff. Und natürlich schildert Meyerhoff den Alltag in der Klinik, zunächst auf der Intensivstation, dann im normalen Krankenzimmer mit der Reha. Die Schilderungen des Krankenhausalltags sind zum Prusten komisch, wobei unter dem Prusten oft der Schrecken sitzt. Gemeinsam mit 300 Schlaganfallpatienten zu Mittag zu essen, gehörte zu einer Erfahrung, die ich bis vor wenigen Tagen noch nicht für möglich gehalten hätte. Psychisch Kranken hatte ich während meiner Kindheit zigmal beim Essen zugesehen, aber wenn sich über 300 beschädigte Gehirne auf den Weg zur Essensausgabe machen und jedes einzelne versucht, den ihm zugeteilten Körper wie einen defekten Autoscooter durch die Menge zu manövrieren, wird es intensiv. Da werden Defizite massiv weggerempelt und die Rollatoren verwandeln sich in Streitwagen. Dass sich Versehrtheit so effizient in Aggression umwandeln ließ, beobachtete ich mit Staunen. Das Essen war dann kein schöner Anblick. Zwischen dem Heißhunger der meisten Patienten und deren Löffel- und Gabelschwung klaffte eine schmerzliche Lücke. Bei vielen befand sich der Mund andernorts im Gesicht als da, wo sie ihn wähnten und den in Soße getunkten Knödel hinschoben. Komik kannte keine Gnade, stellt er selber fest. So ist es. Mit seinen Geschichten hält er sich am Leben, doch auch Geschichten haben Grenzen. Ich konnte aus fast allem Geschichten machen, aber aus fast nichts Normalität. Und das Schicksalhafte des Schlaganfalls hatte mir das Selbstverständnis geraubt, dass die Dinge gut ausgehen würden. Zum Glück gehen sie dann doch gut aus. Für Joachim Meyerhoff, der mittlerweile wieder auf der Bühne steht, und für uns, indem er uns ein wunderbares Buch geschrieben hat. Hamster im hinteren Stromgebiet von Joachim Meyerhoff ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und mein Buch der Woche. Lesen Sie gut.